guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn auch ein kleines bisschen verfrüht, so hoffen wir, Sie freuen sich auf die 17. Ausgabe Ihrer ZDF-Hitparade, Ihrer deutschen Hitparade. Und trotz Nebel, wie ich eben am Anfang sagte, ich hoffe, Sie haben es mitbekommen, sind wir alle da. Der Nebel liegt ein kleines bisschen auch auf meinen Stimmbändern. Aber alle 14 Interpreten sind gut eingeflogen worden nach Berlin. Alle 14 sind da. Wir hoffen, dass Ihre 5 Lieblingsinterpreten dabei sind, die vielleicht sogar Sie gewählt haben. Auf dem 5. Platz 3-mal dabei, damit heute zum letzten Mal Olivia Molina, aber wie 5. Platz. Dass die Welt in Frieden leben müsste, ja, darüber reden sie. Doch es bleibt die Frage, aber wie? Zu sagen, reicht dem Bruder, deine Hände ist nur Theorie. Denn es bleibt die Frage, aber wie? Aber wie? Aber wie? Aber wie? Aber wie? Frage ohne Antwort. Das ist eine Frage, die man eigentlich gar nicht beantworten kann. Schauen Sie, an einer Sendung müssen ganz einfach viel zu viele Menschen teilnehmen, die dabei sein müssen, die dazugehören. Nicht einer alleine macht eine Sendung. Ich muss Ihnen sagen, man könnte es vielleicht beantworten, indem ich so eine bisschen Anleihe mache bei einer großen Fluggesellschaft, die eine Werbung hat, wo oben drüber steht: Irgendetwas hat uns zur beliebtesten Fluggesellschaft gemacht. Sehen Sie, und dieses Irgendetwas, das sucht wahrscheinlicherweise auch diese große Fluggesellschaft und wir eigentlich auch. Man kann nicht feststellen, woher Erfolg kommt. Schauen Sie, auch ein Tagesschlager ist ein Schlager. Ob jemals ein Hit daraus wird, weiß kein Mensch vorher. Genauso wissen wir es nicht. Wir alle, die an der Hitparade teilnehmen, sind sehr, sehr glücklich über die goldene Kamera.